Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und dann mit herzlich willkommen zurück, ne? Monster Sanctuary. Ja, beim letzten Mal haben wir uns diese Höhle hier freigespielt und jetzt schwimmen wir hier durch. Was uns wohl für Schätze erwarten werden, bestimmt ein Alchemist, der sich irgendwie reingeschlichen hat. An euch schleiche ich mich vorbei. Kampf brauche ich gerade nicht. So, da komme ich easy dran. Oh! 5 Muscheln! Lol! Warum habe ich die jetzt schon? Okay, Mission erfüllt. Habt ihr jetzt nicht unbedingt als schwer angesehen, aber... Ein Gedenkring, ein besonderer Ring, in dem einige Worte eingraviert sind. Okay. Das sind offenbar die Aufzeichnungen von diesem Kapitän. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Das würde, glaube ich, den ganzen Part fressen. So, einmal durchfallen. So wie jeder 5-Klässler bei seiner Mathe-Klausur. Einfach vorbei. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier eben kurz abspeichern will. Ich habe einmal kurz abgespeichert. Seht euch den Champion da vorne an. Das muss ein älter Jay sein. Ich habe schon viel von ihnen gehört, aber ich habe noch nie einen gesehen. Das heißt, eine Elder Jay wird mit der Zeit immer stärker. Wenn der Kampf mit ihm sich in die Länge zieht, wird er währenddessen nur noch stärker. Also hat er altern. Ein Kampf mit einem so gefährlichen Typ Champion-Monster darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nur ein erfahrener Hüter ist dem gewachsen. Natürlich werde ich mich um das Champion-Monster kümmern. Dem wird in den Arsch getreten. Ich denke, Shining sollte es versuchen, diesen Champion zu schlagen. Was? Machst doch wohl Witze. Wir sind Shining immer noch was schuldig. Ohne ihre Hilfe säßen wir wohl immer noch in dieser Höhle fest. Was? Ach komm schon, das ist gefährlich für sie. Es wäre wirklich fahrlässig, sie einfach so in einen Kampf wie diesen zu schicken. Das stimmt nicht. Das weißt du auch. Wer so weit gekommen ist, hat doch zumindest eine Chance verdient. Vielleicht überrascht sie uns. Also ich habe einen weiblichen Charakter. Nur weil der andere mir viel zu kurze Haare hatte. Für die, die das Projekt jetzt noch nicht so lange verfolgen. Ich brauche lange Haare. Das sieht man doch an meinem Char. Okay, gut. Du bist manchmal stur wie ein Esel. Hey, Moment mal. Vergisst ihr da nicht etwas? Mich hat Shining aus keiner Höhle gerettet. Warum sollte ich sie gegen diesen Elder Jill kämpfen lassen? Weißt du, wie das hier, wie vernünftige Hüter regeln? Wir brauchen ein Hüterduell, Shining. Oh, ich darf gegen Julia kämpfen. Der Gewinner darf gegen den Elder Jill antreten und den Ruhm einheimsen. Wie sieht es aus? Bist du bereit? Ich darf jetzt, ich darf mich einmal mit der kloppen und ich darf mich danach direkt nochmal mit dem Champion kloppen. Das kann lustig werden. Einverstanden. Ich fordere dich zu einem Hüterduell heraus, Shining. Hoffentlich sind meine Viecher dem gewachsen. Oh, wir sind ungefähr Level gleich. Das kann schwer werden. Ich habe in dieser gesamten Zuflucht Monster gesammelt. Die steht für meine Reise als Monsterhüter. Okay. Ich weiß nicht, was der Spektraladler kann. Der Imori ist auf jeden Fall der gefährlichste von denen. Der Karaglimmer ist komplett ungefährlich. Der Maulwurfsbär ist ein Tank. Ich hau auf jeden Fall erstmal meine Mega-Kombi raus. Und mache Dreckkraft, damit alle drei das haben. Und natürlich ist mein erster Angriff der Säuresturm. Der Maulwurf, der hat Rache. So. Sunny will ich austauschen. Ich will, dass der im
Endfight noch drin ist. Wen hole ich so lange? Ich hole so lange Psycho, damit er die blenden kann. So, was ist denn hier am effektivsten? Ja, toll, jeder von denen hat eine andere Schwäche. Perfekt. Wie gesagt, der Imori, der ist der gefährlichste. So, Teamplay. Ben hält jetzt auch viel mehr aus. Und es ist gut, dass sie nur physische Angriffe bisher gemacht haben. Psycho ist gegen das... Ach, Psycho. Zip ist gegen das andere schwach. Oh, Sven. Ich muss Sven gleich heilen. Haben wir überhaupt alle Rüstungsbruch? Nicht ein einziger von denen hat Rüstungsbruch. Jetzt haben alle Rüstungsbruch. Psycho. Du bitte erstmal heilen. Und zwar mit dem Großen. Darf Sven nicht verlieren. So. Kann ich einen One-Hitten? Ja, mit dem Luftschlag kann ich ihn One-Hitten. Der muss nämlich weg. Der ist mega gefährlich. Die Katze ist jetzt nicht so gefährlich. Die ist ehrlich gesagt nur so als Kartenhelfer praktisch. Oh, ich muss Sven offenbar mehr Mana verschaffen. Okay, das Praktische ist, jetzt haben wir zwei, die gegen Wasser schwach sind. Und ihn kann ich vom Prinzip her mit Psycho vernichten, die Wolke. Hat auch gut funktioniert. So. Mit dem Donnerschlag kann ich ihn jetzt killen. Und der Eissturm, der macht einfach hier überhaupt keinen Schaden. Ich mache ihn aber trotzdem einmal. So. Das, wovor ich am meisten Angst habe, ist, dass der Adler extrem stark sein könnte. Weil die Spektralviecher, die sind mega stark. Wer sich nicht daran erinnert, der Frosch damals, der hat mir fast in den Arsch getreten. So, ich muss Sven auf jeden Fall gleich heilen. Es ist nicht schlimm, wenn ich Psycho verliere. Ich liebe meinen Rüstungsbruch. So, Psycho. Der Megatrank. Wäre tatsächlich gerade praktisch für alle. Boah, Sven braucht unbedingt eine Mana-Aufwertung. Hätte ja kaum Mana. Aber wenigstens bluten die wie Hölle. Ja, die Katze ist nur als Heiler gut. Und das nicht mal als starker Heiler. Weil das, was die gerade mit einem Mal geheilt hat, kann ich mit einem auch wieder wegmachen. Nee, ich glaube, Sven wird jetzt sterben. Ich hau mit Sven gleich noch ein letztes... obwohl, ich hebe ihn mir auf. Wechsle ihn jetzt gleich. Katze stirbt gleich so oder so. So. Jetzt kommen die Endviecher. Es bringt mir halt nichts, Sven auf dem Feld zu lassen. Jetzt brauche ich Sunny. Kann ich einen von denen vernichten? Nein, aber ich kann helfende Hand eben kurz machen. Um Sunny hier Hilfe und Regeneration zu geben. Also er hat keine mehr auf Reserve.
Jetzt wäre es wichtig, die Katze zu töten. Ah, okay, er hat nur Gewitter Stufe 2. Das ist jetzt nicht so stark. Das Schöne ist, die sind halt alle gegen Wasser schwach. Etwa, was meine fast nur haben. Psycho, du bringst mir hier jetzt nichts mehr. Deswegen wechsle ich dich aus gegen Yannick. Damit ich auch einen Healer habe. Ich wüsste halt gerne, was der Vogel kann, aber... Es wäre wichtig, ihn direkt loszuwerden. Ah, er kann sich einmal selbst wiederbeleben, aber die Vergiftung hat ihn trotzdem nochmal hingerichtet. Also ich habe ihn gerade insta gekillt. Ist ja eigentlich auch eine nützliche Fähigkeit, wenn die sich selber wiederbeleben. So, jetzt kann ich den Säuresturm rein spammen. Ist das einzig Nützliche, was meine jetzt machen können. Schaden hat keiner von denen und die Katze macht keinen Schaden. Die kann nur heilen. Was anderes kann die wirklich nicht. Also ich denke mal, der schwerere Kampf ist eher mit dem Tintenfisch, der da hinten gammelt. Der wird mich wahrscheinlich alle Nerven kosten. Oh, Sunny geht auch langsam die Mana-Kräfte aus. Nur Zip hat die halt unendlich. Also der kann seine Attacken halt einfach wirklich spammen. Lebenswelle ist ehrlich gesagt noch unnötig. Mach den Säuresturm. So. Eisspielsalve kann ich nicht machen. Eissturm! Ich glaube, die Katze stirbt sogar vor dem Maulwurf. Außer ich treffe sie natürlich nicht. Nee, der Maulwurf ist schon ein RIP. Jetzt geht's wieder auf Single-Tage. Ja, die Katze ist tot. Warum treffe ich die so beschissen? Verreck, du blödes Mistvieh. Also, die war nicht stark. Man konnte sie nur scheiße treffen. Wahrscheinlich hat die irgendeine Ausweichfähigkeit, von der ich noch nichts weiß. Oh, ein Skilltrank. Wow, ich hatte wirklich damit gerechnet, dass das ein einfacher Sieg wird gegen einen Neuling wie dich. Jetzt weiß ich, dass ich dich nicht unterschätzen darf. Okay, du darfst vorgehen und diesen Elder Jill bekämpfen. Das hast du dir verdient. Ja, ich will aber vorher die Punkte ausgeben und unter anderem gucken. Nein und nein. Okay, einmal kurz Skillvergabe. Was gebe ich dir denn überhaupt? Du brauchst unbedingt Mana. Das habe ich in diesem Kampf gemerkt, dass du ein Mana-Problem hattest. Zip hat eigentlich überhaupt keine Probleme. Die müsste ich halt mal wirklich hier diese Einzelfähigkeiten eigentlich geben. Kettenbruch wäre nützlich, dass wenn ich einen Bruch gebe, auch eine Chance besteht, dass ein anderer ihn direkt kriegt. Ich würde aber Zip eigentlich trotzdem mehr so als Gruppenkiller nehmen. Die kämpfen ja gegen einen einzelnen Oktopus. Ich hole mir mal Hochspannung Level 4. So, und Sunny, du hast dir endlich mal den besseren Eissturm verdient. Und Yannick, irgendwas, das mit Heilung zu tun hat. Weil du bist mein Healmaster. Oder, nee, du kriegst den besseren Säuresturm. Du bist nämlich echt scheiße im Kampf. Okay. Ich kann nicht um dich rumschwimmen, ne? Siehst aber auch merkwürdig aus. Okay. Ich glaube, hier gehe ich mit meinem Mega-Team rein. Zuallererst Kraft.
Gegen was hast du denn keine Abwehr, verdammte Axt? Also ich mache jetzt eh die Single-Targets. Doch, Rüstungsbruch hat er schon mal. Er hat halt eine komplette Wasserabwehr. Ich habe den falschen gerade gewählt. Monster nochmal wechseln. Ich glaube, Psycho bringt mir hier mehr, weil er ihn blenden kann. Ach du Kacke, was ist denn das für eine Mega-Fähigkeit gerade gewesen? Der One-Hit-Zip fast. Hochspannung. Ich dachte, dass er eine Elektroschwäche hätte, aber hat er nicht. So, Teamplay. Und du, einmal helfende Hand, bitte. Oh, das ist zu wenig. Ich muss da richtig stark mithalten. Das ist aber das beste Heilmittel, was ich gerade habe. Autsch. Das tut weh. Gott. Wie heftig ist der denn bitte? Muss jetzt schon wieder beleben. Ich würde mal sagen, Federsturm gleich. Spore. Ich muss den schwächer machen. Das Schlimmste ist ja, dass er halt jede Runde stärker wird. Ich muss darauf hoffen, dass er Zip jetzt in Ruhe lässt. Einmal Kraft bitte. Wenn ich schon so anfange, helfende Hand. So. Ich versuch's mal mit Entzünden. Okay, er hat gerade mega viele Debuffs. Kann ihn das Alten halt auch nicht rausprügeln, ne? Wenn er auch noch Urwut hat, dann ist das noch schlimmer. Okay. Bleibt ja nur noch Hochspannung. Oh, er hat gleich zweimal hintereinander Schock bekommen. Federsturm ist das Stärkste, was ich bei ihm raushauen kann. Nee, ganz ehrlich, er muss sich einmal selbst halten, sonst verreckt er mir hier. Ich hab nicht unendlich von den Phönix-Tränen. Als ob Neutral hier gerade extrem stark ist. Masani hat doch auch eine neutrale Attacke. Ich tausche Zip jetzt zur Abwechslung ausnahmsweise mal aus. Weil der bringt mir in dem Kampf eigentlich überhaupt nichts. Er hat die Debuffs rausgehauen. Das hilft mir. Aber ansonsten tut mir leid. Wenn mal nochmal Teamplay bitte für alle. Kriegst auch einen Heal dafür. Also diese Runde kein Angriff. Er hätte ja offenbar nichts, womit er die Bass wegkriegt. Ich hätte gern sowas, dass die mehr als einen Rüstungsbruch kriegen können, die Gegner. So, heile ich einmal kurz selbst. Okay. Ich hau gleich die Prügel rein. Ja, die Krallen habe ich. Und die Spektralflamme. Krallen machen auch deutlich mehr Schaden. Oh, die Krallen, die hauen richtig rein. Ich glaube, ich sollte erst prügeln und dann die Krallen machen. Oh, er hat so stark kassiert gerade. So können wir den Kampf schaffen. Als ob der sich heilen kann.
Ah, mit Hochspannung machst du bei mir nix. So, du hast doppelten Schock. Zweimal geblendet. Perfekt. So, jetzt die Prügel. Wie viel Blut kriegt er denn? Er blutet ja richtig schnell. Okay, wir haben ihn gleich. Der Kapsel in Level 5. Ich muss mich entschuldigen. Er hat Rüstung, nicht Heilung. Okay. Er hat eh schon zigtausend Bluten. Der kriegt natürlich nur ein einziges Mal Blenden drauf. So, Krallen. Ich hab ihn gleich. Nächste Runde müsste er down sein. Doch, ist eine Heilung. Verdammter Dreckiger. Habe ich irgendwas, was noch mehr Treffer macht? Nein, aber das hier macht mir Schaden. Er hat ja eh schon zigtausend Blüten drauf. Ist ein paar Mal mehr, könnte er schon kriegen, ne? So, das ist dein Ende! Jawoll! Oh, okay. Beutekiste. Ich wollte gerade sagen, wenn keiner ein Level abkriegt. Gut gemacht! Du hast den Champion erledigt wie ein Profi! Dann war dieser Champion wohl gar nicht so hart. Von wegen! Dann sehen wir mal nach, was in dieser Schatztruhe ist. Ihr lässt mir auch eine. Hier ist hier eine Menge Gold drin. Jackpot! Hier sind irgendwelche Klinkerlitzchen drin. Keine Ahnung, was die wert sind. Ich schätze, du kannst sie haben, Shiny. Teilen wir das Gold durch drei. Schließlich haben wir alle geholfen, den Eingang zur Schatzhöhle zu öffnen. Okay, ich nehme meinen Teil. Ich will aber, dass du eins weißt. Ich habe dich gegen diesen Champion kämpfen lassen, damit ich dir nichts mehr schuldig bin. Wir sind jetzt quitt. Die Spektralhüter zu sein, bedeutet mehr als nur ein paar Champions zu vermöbeln. Wir werden noch sehen, ob du dich auf lange Sicht beweisen kannst. Es hat Spaß gemacht, oder? Ich liebe den Horizontstadt. Er ist mein Lieblingsort in der gesamten Zuflucht. Aber wir können uns nicht einfach entspannen und Spaß haben, während es Ärger in der Monsterzuflucht gibt. Ich habe deinen Anteil in der Schatztruhe dagelassen. Aber vergiss nicht, auch in die andere Schatztruhe zu sehen. Da ist etwas drin, das du gebrauchen kannst. Wir treffen uns bestimmt bald wieder. Bis dann. Okay. Ich sehe auch, dass es dahinter noch irgendwo weitergeht. Laut Karte. Okay, 2000 und die Zufluchtsmarke. Super, wir haben noch eine Zufluchtsmarke. Ich glaube, wir haben jetzt alle Zufluchtsmarken, die wir brauchen. Zoake meinte, dass die Marken den Weg in das Innerste der Zuflucht öffnen werden. Klingt unheimlich, findest du nicht? Ich glaube, ganz tief in den blauen Höhen habe ich eine seltsame Tür gesehen. Das muss der Zugang sein. Gehen wir dahin. Ich glaube, wir haben aber langsam Endgame erreicht, ne? Oh, in der Magma-Kammer sind wir jetzt. Jetzt können wir hier, glaube ich, hier die eine Abkürzung aufmachen. Ich will noch gucken, was ist hier rechts? Ein Goblin-Händler. Ich kann bei einem Goblin was kaufen? Er hat alles nur einmal. Einen Skilltrank, einen Wechselstein und einen Schubstein. Er gibt her. Und bei dem kann ich... Also bei dem kann ich ständig diese Wechselsachen kaufen. Ist auch praktisch. Naja, aber ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.